Warum sind wir noch nicht weiter? Mal weiter. Flips. Nee, gibt keine Flips, muss der essen. So. Ist die Kamera da durch den Fokus gewackt? Und los. Alter. Da ist Scott im Civic. Den finde ich irgendwie cool. Der sieht echt cool. Alter. Ja. Lancer wieder. Geht doch gut ab, ey. Den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Jetzt habe ich mich erschreckt kurz. Oh nein. Alter, guck mal, wie der MX-5 am rumhopsen ist. Wackel, 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 schwammel, wackel, 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 wackel. Alter. Alter. Hebelrücke! Oh, Quart. Das war gut. Das war sehr gut. Da haben wir schon eine Runde durch. Guckt euch da mal an, wie kurz hier die Rennen sind. Die sind nicht 30 Kilometer lang pro Strecke. Boah. Nervt das. Ach ja, stimmt ja. Ich wollte schon wieder die Handbremse benutzen. Man hat's gemerkt. Wo sind die? Irgendwie ziehen die Gegner gerade hier nicht so heftig. Weiß nicht, machen gerade irgendwie Quatsch. Weiß nicht mal warum. Haben wir wirklich auf schwer gestellt? Das ist gerade so easy. Weil ich das jetzt wirklich an der Karre. Alter. Fahrwerk sagt schön Klatsch. Au. Hey, wer hat denn da jetzt gehupt? Wer hupt denn da immer? Ach, der war das. Der eine hat die ganze Zeit gehupt, Mike. Ja, definitiv. Schnauze da hinten jetzt. Hör auf zu hupen. Wow. Gibt wieder ordentlich Style-Punkte, Leute. Uah! Alter, 5000 Style-Punkte. Vielleicht sollten wir mal. Vielleicht sollten wir mal ein bisschen mehr hier knapp vorbei machen. Hauptsache, wir hauen uns dabei nicht weg. Das ist das Wichtigste. Alter, das ist ein richtiges Ghetto da hinten, ey. Boah, und das jetzt gleich mal zwei Leute. Das gibt richtig Punkte. Wow. Boah, da kommt wieder einer angefetzt. Oh, Leute, ey. 9200 Style-Punkte. Uah. Das sind schon 18.000 Punkte, die wir gemacht haben. Das ist sehr gut. Das ist ultra gut. Hui. Klatsch. Go. So. Jetzt gibt es erstmal nochmal Style-Punkte oben drauf. Alter. Ups, da war's. Da hat er Speed verloren und im Ziel. LKW-Bremsen. Ey, da ist unser Mazda schon im Buch.
Mazda schon wieder erster. Ach, der Lancer ist diesmal letzter geworden. Okay. Danach kommt der Civic, der Focus und dann sind wir dran. Scirocco MX in MX5. So. Alter. Allein durch abgehoben 1500. So. 21.000. Okay. 6.005 kommen auf dein Konto. Cool. Glückwunsch, du hast das folgende Leistungsupdate, Update, nicht Upgrade, freigeschaltet. Level 1 Leichtbau, cool. Ja, und dann haben wir noch Level 1 Aufhängung und Level 1 Nitro. Und uns gehört den Stadium Rundkurs und der Atlantic Rundkurs rückwärts. So, das war ziemlich viel. Ja, ich weiß, wie du dich fühlst. Komm, beschwer dich nicht. Dann gehen wir mal ein. Chiri, zum Speichern. Ja, und ich wäre dafür, dass wir uns jetzt wieder den Lancer zurückholen. Weil Boost Mark Lancer ist ja jetzt bekannt und... Oh, der kann echt gar nichts besser. Aber egal. Ich mag Lancer und ich werde auch nicht damit zurechtkommen, weil ich kein scheiß Fahrer bin, also. Machen wir mal blau. Jetzt machen wir einen kleinen Farbwechsel mal. Farbe. Weiß. Zubehör. Machen wir jetzt mal blaues Neon. So. Farbe, Felge. So. Oh, was haben wir? Moment mal, Motor. Halt. Ich bin noch gar nicht so weit. Karosserie, Spoiler. Und den müssen wir ja wieder ändern. Da haben wir ja diesen Dragster-Flügel für den Lancer gehabt. Oh, wir haben so viel Kohle, Leute. Ich habe doch Farben. Ne, wartet mal kurz. Decals. Decals, keine Ahnung. Ist mir auch egal. Was habe ich da drauf? Brembo. Jetzt müssen wir die alle schwarz färben. Ja, super. Brembo. Was dann? AEM. Ach, das steht sogar da drauf. Da wird immer installieren gezeigt. Guck nur ganz eben nach, welche installiert sind. Damit ich nachher weiß, wo die alle sind. Huch. Ey, nix Alpine. Ja, super. Kenwood haben wir an der Seite immer noch stehen. Kenwood. Kenwood, da haben wir Kenwood. Dann Yokohama. Spiel. Dann Skunk 2 Racing. Dann AEM. Da ist AEM. Und nochmal Brembo. Halt andersrum. So, da ist Brembo. Haben wir jetzt auch installiert. Super. Jetzt haben wir mal einen kleinen Farbwechsel gemacht. Ach, stopp. Hat man noch was vergessen? Decals. Die hinten habe ich noch vergessen, genau. Was ist denn da drauf? Ich erkenne das nicht mal. Nein. Habe ich da zwei drauf? Ich weiß nicht mal, was ich da drauf habe. Ich sehe es ja nicht mal. Ach ja, Baller, genau, Baller. Baller und so ein komisches Flügelding. JSP, America. Okay. Voila. So. Jetzt haben wir aber alles komplett. Und jetzt gehe ich erstmal was anderes machen. Nach dem Speichern. Genau. Und zwar mache ich jetzt erstmal eins. Wie immer. Option. Steuerung. Genau. Hey, guck mal, hat er ja wieder umgestellt. Obwohl. Warte mal, mit Nitro. Handbremse. Machen wir mal H, damit ich besser drankomme. Und zurückschalten wir mal auf J, weil da brauchen wir sehr selten eigentlich. Weil, dann schalten wir mal zurück. Speichern. Wozu speichere ich das eigentlich? Das speichert er sowieso nicht, aber ist einfach Gewohnungssache. Deswegen mache ich das jetzt. So, und dann fahren wir mal weiter mit dem Lancer. Ja, weiter bitte. Zeitfahren, Gefängnisausbruch. Maus weg. Das Zeug taugt nichts. Diesen Müll kann jeder kaufen. Vertrau mir, du willst das nicht.
Ich hab, was du brauchst. Wach auf. Es gibt einfach Sachen, die man nicht kaufen kann. Ich bin die Einzige, die es hinbekommt. Mir gefallen die Autos hinter dir. Es gibt Wagen, die sehen generell gut aus. Dann gibt es deinen. Um aufzurüsten, gewinne lieber dieses Event. Maus, okay. Schaffst du es in 2 Minuten 32 zum Stadtgefängnis direkt am anderen Ende des John-Newton-Tunnels? Boah, werden wir wohl schaffen. Auf, schwer. Laden-Evo kriegt jetzt was Neues. Laden-Evo kriegt was Neues. Bla 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 bla. Voll toll. So, haben wir unseren Lancer. Ein wenig langsamer als der MX-5, aber das ist mir jetzt eigentlich egal, weil Mitsubishi. Ja, sowieso nicht langsamer als der Golf, also schlimmer geht's ja nicht. Wahrscheinlich hängen jetzt alle wieder beleidigt vom Bildschirm, weil sie sagen, ja, ich hab einen Golf und der ist toll. Ja, schön, dass du einen tollen Golf hast. Ich hab noch keinen gesehen. Mein Gott. Seid nicht so beleidigt. Ihr seid ja wie euer Auto. Aber jetzt ist er gut hier. Ich bin ja echt ein Arsch. Bimmelbahn. Boah, da fliegt alles in Zeitlupe rum. Wow, scheiße. Ach, die Zeit läuft ab. Okay. Ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt 1 Minute 20 schon gebraucht. Dabei läuft die nur ab. Ladedruck. Selbst den Turbo hört man richtig, das ist richtig cool. Dieses Pfeifen auch dabei von dem Druck, das ist echt cool. Oh, Hebebrücke. Oh, siehst du, habe ich die Schranke nicht mal kaputt gemacht. Da kann die Stadt mehr selig sein für. Hier ist ja gar nichts mehr so viel los auf der Straße. Ich glaube, der Verkehr ist generell hier irgendwie ein bisschen geskriptet in dem Spiel. Auch der Lancer geht doch auch ganz gut ab. Auch wenn es kein Evolution ist, ist es ein schöner Lancer. Wow. So, und ab ins Ziel. Wand. Super. Schon wieder. Ja, wir sind Erster, weil Zeitrennen. 150 kriegen wir auf dem Konto. Klasse. Klasse Fahrstil. Samantha bittet dir an, aus den folgenden Motorhaben auszuwählen. Hauben. Nicht haben. Hauben. Geh zur Streckenkarte, um dir deine Prämie abzuholen. Zu holen. Ja, ich sag abzuholen. Ja, ciao. So. Diese Teile sind was Besonderes. Du kannst sie nirgendwo sonst kaufen. Wähle ein einzigartiges Karosserieteil. Da haben wir einmal GeForce, das sieht aus wie, und dann haben wir Formula Style CF. Das sieht ganz cool aus, wir können uns die mal so angucken. Ja, die finde ich cool. Die finde ich cool. Dann haben wir noch Speed CF. CF. Das sieht aus wie unsere Haube, die wir drauf haben, aber aus Carbon. Aber ich denke mal, wir nehmen die Formula Style, weil die sind. Ja, jetzt diese kühle Löcher. So, speichern. Schon wieder, ja. Chiri. Sei, wie gesagt, sicher, sicher. Rundkurs, Style Guide und ein Drag Racing, neue Leute im Revier. Style Guide oder? Boah, Style Guide geht nur 2 Runden, Leute. Schau mal auf deinen Karrierestatus. Jetzt bist du ganz unten, aber wenn du meinem Beispiel folgst, bist du bald ganz oben. José hat seinen Motor so richtig aufgemotzt. Du wirst viel Glück brauchen, um mit ihm mithalten zu.
Hey, der Civic sieht cool aus. Boah, echt, der Typ, ne? Der ist echt, ey. Boah, das ist der Teil. Der Teil... Hat da gerade jemand Junge geschrien? Ich dachte, der kommt jetzt von draußen. Los. Hallo? Was wird das? Huch, da ist ja doch was aufgeploppt. So, dann fahren wir mal hier in diese kleine Seitenstraße rein. Alter! Wir setzen erstmal volle Kanne auf. Das war gar nicht gut. Oh, die Haube gefällt mir. Die ist cool. Schöne neue Haube. Und schöner José, der wieder alles abreißt. Toll. Ich meine, José ist nicht schön. Ich stehe nicht so auf Glatzkopf-Typen. Ich stehe allgemein nicht auf Typen, ne? Perfekt, Johomo. Johomo. Aber über Homosexuelle macht man sich nicht lustig. Manche... José, komm zurück, du Pimmelkopf! Wer ist denn das da? Jackie. Was fährt der? Das, die... Das Jackie. Jack... Warum? Achso, deswegen ist der so nach rechts. Hallo, José. Ich klau grad deinen Windschatten, oh weh. Mach mal einen Abgang, oh je. Das meine ich ernst, ey. Hallo? Arschloch. So. Was immer war, der Gegner hinter mir hat es auch anscheinend erwischt irgendwie. Keine Ahnung, was das jetzt war. Egal. Lassen wir uns davon mal nicht ablenken. Unser Lancer ist im Moment Erster. Das ist ganz gut. Ich meine, wir sind Erster, unser Lancer natürlich auch. Erstmal Wörterlogen finden und ab ins Ziel. Gewonnen! Ey, da gehe ich schon mit vom Gas los, wenn ich noch niemals im Ziel bin. So sicher bin ich mir. Dabei wird das Spiel wirklich noch extrem schwer. Jawoll! Wir haben gewonnen. Jackie im Dodge Neon. Ach, das ist der pinke Neon, der übertriebene wieder. Ja, dann haben wir José im super tollen Golf. Im komischen grau-eisblau-Dingeling-Gedöns mit BBS-Felgen und Stewart im Focus. Balken fühlt sich nicht. Wir kriegen 300 auf unser Konto und wir haben den Inner City Rundkurs rückwärts freigeschaltet. Weiter? Ja. Hab ich mich jetzt erschreckt. Langer Fahren für dich. Coole Aktion dafür, dass du nichts kannst, kein Team hast und aussiehst wie ein Depp. Soll mich das etwa beeindrucken? Alter, was ist denn mit dem sein Arm? Eddie? Was hast du denn mit deinem Arm gemacht? Alter. Der war ja voll gruselig. Und außerdem hat er mich voll erschreckt jetzt, weil er auf seine Haube geschlagen hat oder zugeschlagen hat. Oh, was haben wir denn hier? Drake, ach ja, haben wir schon. Ein glühender Empfang. Driftrennen und Rundkurs, es geht aufwärts. Neue Leute im Revier. Ein paar Idioten mit V6-Motoren glauben, dass die Größe entscheidet. Zeig ihnen, wer im Drake-Rennen wirklich rockt. Ja, ich höre nämlich Rock, ne? Na. Quatsch. Nein, doch, ich höre Rock. Also, schon gewonnen, siehst du? So. Oh, der klingt wirklich nach V6. Hey, Hyundais! Hyundai Coupés! Scheiße. ich bin mich gerade nur am Verschalten. Ich komme nicht durch, ich komme nicht durch! Ich bin doof. ich hab voll gerockt. Ja, ich versuch's nochmal. Alter. Ich komm mit der Drehzahl jetzt nicht zurecht. Alter, ich will! Ja, verschalten da nur. Ich hol auf. Oh, das sieht gut aus. Das sieht scheiße aus. Ja, toll. Ich konnte nicht mehr reinziehen, der Typ steht da. Ah, nochmal. Ah.
Ich habe die Handbremse gerade festgehalten. Scheiße. Hau mal mit deinem Hyundai da. Mann. Boah, du Eierkopf, ey. Alter, bekloppt. Ja, dritter, toll. Es liegt aber immer noch nicht am Lancer. Ich bin einfach nur gerade wirklich zu saublöd zum Schalten, ey. Ohne Witz. Ja, ich brauche keine Style-Punkte, Mann. Ah, ich jetzt sauer werden. Ah, das sieht schon mal besser aus. Und wieder überdreht, toll. Habe ich schon erwähnt, dass der Hyundai mir vorne voll auf den Sack geht. So, Windschatten. Jetzt hole ich mir die zwei. Ne, noch nicht. Jetzt. Fuck. Okay. Oh, fuck. Boah, der kann... Ich muss mich erstmal darauf gewöhnen, dass die H-Taste da ist, okay? Schnauze jetzt. Es liegt immer noch nicht am Lancer. Ich hab wieder überdreht. Du Eierkopf. Ja, danke schön. Super, ey. Das kann doch nicht wahr sein. So, jetzt machen wir das aber richtig, ey. Jetzt habe ich aber die Schnauze voll hier. Wag dich mit deinem scheiß Hyundai. Wo fährt der hin? Okay. Passt schon. Der passt auch. Ich muss nur auf den Hyundai aufpassen. Der hat nämlich eine bessere Höchstgeschwindigkeit, der Arsch. Ja, so macht man das. So, jetzt weißt du mal, wie du dich immer fühlst. Wie ich mich immer gefühlt habe, du Eierkopf. So, jetzt haben wir mal gewonnen gegen die Hyundai Coupés. Meine Güte, ey. In den nächsten Turbo und Hightech Performance steht was über deinem Wagen. Cool. 300 kriegen wir auf dem Konto. Und, oh, wir haben den 2003er Hyundai Coupé freigeschaltet. Ja, super, den nehme ich jetzt auch erstmal. Oh, ey. Turbo und Hightech Performance. Gute Arbeit. Du auf dem Cover von Turbo und Hightech Performance. Hey, meine Karre sieht man mal. Cool. So, Wagentune. Handel, wo ist er denn? Nee, da ist er. Oh. Da ist er, die Hyundai Coupé. Den kaufen wir mal. Benutzen wir mal. Kaufen tun wir den ja eigentlich nicht. Felgen. Ich möchte was an meinen Felgen machen. Die sind mir irgendwie ein bisschen zu klein. Was habe ich denn hier so für welche? Ja, die hier. Von Momo. Die können. Die Racing Art sind mir echt zu klein, nämlich. Dann nehme ich die von Momo. Die ersten hier. Zack. Schnapp ich mir mal die. Spoiler. Nehme ich mal den hier wieder. Mal sonst noch irgendwas. Kann ich mal auch die Schürze holen. Hinten. Finde ich die cooler. So. War sonst noch irgendwas? Sonst ist nix. Mir fällt gerade mal was ein. Haben wir nicht vorhin ein scheiß Leistungskit bekommen? Und ich habe es nicht eingebaut. Doch, ich habe es eingebaut. Hä? Hä? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin gerade irgendwie überfordert. Ja, wir fahren mal weiter. Drift, ein glühender Empfang und Rundkurs. Machen wir erstmal Drift. Zeig der Masse ein paar Wahnsinnsdrifts und deine Welt wird Neon. Ich krieg auch gleich am Neon hier, ey. Will trinken, du Sack. Oh.
Ja, definitiv V6. Etwas schwer, der Wagen. Versuche ich mal eine andere Drift-Technik, die nicht wirklich taugt. Ein MX-5 ist unser Erzfeind im Moment. Der ärgert mich gerade ein bisschen. Ja, mit dem Wagen muss man viel bei deiner Handbremse nacharbeiten, weil der will nicht so recht. Das Hyundai Coupé ist aber auch ein bisschen bekannt dafür, dumm rumzubocken die ganze Zeit. Aber wir haben das Rennen trotzdem geschafft. Also scheiße kann der Coupé. Mann. Ja, gewonnen. Ein Nissan Sentra und ein MX-5 und ein Lancer sind mitgefahren. Den Sentra kennen wir ja noch gar nicht. Wir haben einen dieser Balken weiter und wir kriegen 300. Und wir haben Level 2 Neonröhren. Cool. Hä? Ohne Witz, Leute, ich bin mir gerade echt ultra unsicher. Was haben wir denn da so für welche? Gelb, Türkis, Weiß, Weinrot, Pink, Gelb-Grün, Lila und Gold. Ah, das haben wir noch gar nicht frei alles. Ich wäre dafür, dass wir die Karre noch ein bisschen umgestalten nochmal komplett. Und zwar... Oder machen wir weißes Neon an. Gold. Das passt ja gerade nichts anderes außer weiß, würde ich sagen. Denn lassen wir, nehmen wir da mal weiß. Speichern. Schiri. Zack. Und letztes Rennen hier. Es geht aufwärts. Mann, nicht schon wieder. Na dann verlier aber mit Anstand. Wer hätte gedacht, dass diese Typen sich für dich interessieren? Das Modified Magazine will den Sieger des nächsten Rennens aufs Titelblatt bringen. Mit den richtigen Tönen landest du ganz oben in den Charts. Ja toll, ich wollte schon immer auf den Top 100. Als Sieger übernimmst du den 10. Platz in der Rundkursrangliste.